So, alles schön sauber. Alles klar, ich musste also irgendwie da. Ach doch. Nein, voll. So. Ah ne, hier muss ich durch. So. Das wär's. So. Sesam, öffne dich. Genau. Hier muss ich hin. Ist für den medizinischen Sicherheitsbereich nicht zugelassen. Tut mir leid, da kann ich nichts machen. Hey, Nicky. Nick. Danke. Hey, kann ich was für dich tun? Hier drüben. Guter Plan. Hey, Valentine. Lass mich doch nicht so zappeln. Was meinst du? Du wirst schockiert darüber, wie vielen Leuten ich erzählen konnte, dass ich einfach nur ein echt kranker Ghoul bin. Sonst erstmal nichts weiter. Gut, okay. Scan-Vorgang. Zugelassener Benutzer registriert. Synth-Prototyp. Medizinischer Bereich freigeschaltet. Das Ding weiß, was ich bin? Wie? Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert. Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür. Sie entsprechen allen Spezifikationen für einen zugelassenen Benutzer. Ehrlich gesagt, sind diese sehr gering. Das muss Dimas Werk sein. Er hätte nie vermutet, dass jemals ein anderer Synth-Prototyp auf der Insel sein würde. Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist. Ausgezeichnet. What? Selbstzielend. Geil, und das war's jetzt. Ich habe auch die gehofft, dass da irgendwas geiler da steckt. Hey, ich bin ganz Ohr. Also ich finde, das ist eine interessante Überraschung. Ich hätte vielleicht was Geileres erwartet. Aber... nun ja. Meine Standards an Geilheit sind auch schon ziemlich hoch. Ist auch immer gut. So, jetzt sind wir draußen. Ich
Ich würde sagen, wir bringen ihn mal zu Dima. Vielleicht kommt da auch noch eine interessante Reaction. Cool wär's. Loswerden. Angefangen mit: Wer zum Teufel bist du? Es gibt nur einen Synth mit so einem Gesicht und eigenem Willen. Und ich sehe ihn nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Nick, das kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. Was willst du hier abziehen? Ich habe dich noch nie im Leben gesehen. Bitte, wenn du mir eine Chance gibst, kann ich es erklären. In Ordnung, Dima. Wir wissen es. Aber rede weiter. Es begann vor über 100 Jahren, als wir erschaffen wurden. Wir waren Prototypen, Nick. Die Ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich. Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In unseren Prototypengehirn ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich habe genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Doch. Ist es wirklich möglich, dass du dich an nichts davon erinnerst? Du meinst wegen der Sicherungsmaßnahmen des Instituts? Den Schlägen, die ich abbekommen habe? Und meinem Alter? Oder glaubst du, diese da oben ist nicht so viel Platzbegründung? Ich weiß nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Bedienungsanleitung. Nick, ist er wirklich dein Bruder? Wenn das so ist, wäre mir das neu. Haben Sins überhaupt Familien? Sind wir verwandt? Nur weil wir aus der gleichen Baureihe stammen? Ich muss darüber nachdenken. Wir reden später. Das ist ganz schön viel auf einmal. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Das ist schon ziemlich geil. Alles klar, lösen wir einen Mord. Hier im Hotel, liebe Freunde. Also das ist wiederum, finde ich, schon geil. Die Events und so, die getriggert werden. Vielleicht werden uns eines Tages auch andere so annehmen, wie wir sind. Gäbe es Arkadien nicht, wäre ich tot. Gar keine Frage. Ich muss sagen, das ist zugegebenermaßen schon ziemlich geil. Wie lange nehme ich schon auf? Ich glaube seit 11 Uhr und was? Boah, Alter, das sind 3 Stunden Aufnahme, Leute! Da komme ich, glaube ich, 2 Monate durch. Das ist schon geil. Ja.
Wie auch sei, ich würde gerne noch heute andere Spiele spielen, bevor ich noch zur Feier gehe. Daher würde ich sagen, war es das auch für diese Aufnahme-Session. Ich speichere nochmal schnell. Schaltet einfach bei den nächsten wieder ein, auch wenn die Aufruferzahlen tatsächlich nicht so hoch sind, aber ich schweife vom Thema ab. Ich freue mich über jeden Klick. So sieht's aus. Also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin heißt es Tschüss.